Herzlich willkommen bei Fettspielen. Ich bin Miri. Und ich bin Amelie. Und wir begrüßen euch heute zu einem neuen Let's Play Mobile. Amelie ist mein Special Guest und wir spielen für euch das Game Kingdom of Zombies Plant Farm Fight von PandaTap Games. So, und ich drücke jetzt einfach mal auf den Start-Button oder auf den Tap-to-Start-Schriftzug. Und ich nehme mal an, dass uns ein Zombie-Spiel erwartet. Und Farm heißt ja, wir müssen wahrscheinlich irgendwas züchten oder keine Ahnung. Normalerweise züchtet man ja nur Pflanzen. Wir züchten heute mal Zombies. Und Fight, ja, da müssen wir vielleicht noch mit den Zombies kämpfen. Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal, oder? Jo. Okay, das dauert einen kleinen Moment, bis das geladen hat. Und jetzt können wir auch in das Spiel starten. Jetzt begrüßt uns hier der Dr. Evil. Das drücke ich einfach mal weg. Und wir müssen jetzt hier die Bewässerungsmaschine für 30 Minuten aktivieren. Und jetzt haben wir schon hier Geld dafür bekommen. Next. So. Jetzt kommt hier schon der erste Zombie. Ich sehe seine Hand. Und jetzt sein Kopf. Er lächelt uns an mit seinen schiefen, kaputten Zähnen. Und jetzt kommt als nächstes die Beschleunigermaschine. Da müssen wir natürlich, dass die Zombies etwas schneller wachsen, weil wir wollen hier ja nicht so viel Zeit aufwenden. Oder 3 Stunden davor sitzen und warten, bis die Zombies fertig sind. Richtig. So. Und hier haben wir noch unser Opferaltar. Und das müssen wir jetzt natürlich auch aktivieren. So, jetzt sind hier die ersten Zombies schon draußen. Und jetzt können wir die, glaube ich, auch schon irgendwie abernten, oder? Das müsste... Oh, guck mal, hier sogar mit Taucherbrille und Schnorchel. Das finde ich sehr lustig. Oh, guck mal, so können wir die jetzt abernten. Also ich fahre jetzt mit meinem Finger übers Tablet und ernte die Zombies. Und dann schaue ich mal, das hier kann ich auch noch einsammeln. Das Geld. Ah, nee, das bringt mir in den Levels weiter, Entschuldigung. So, und jetzt kann ich hier oben aber noch das Geld einsammeln. Die Zombies haben nämlich das Haus angegriffen und haben die Bauern oder Menschen, die dort gelebt haben, getötet. Und ich habe jetzt, oder wir haben jetzt die Mission geschafft, die erste. So. Jetzt mal gucken. Oh, jetzt sind die Maschinen explodiert. Ich glaube, wir bekommen jetzt auch neue von unserem Dr. Evil. Genau, aber jetzt natürlich nicht so tolle wie eben, sondern halt Standardmaschinen. Ja. So. Okay, dann probieren wir das doch das Ganze mal. Jetzt kommt der Dr. Evil hier. Der fährt auf seinem Schiff auf eine andere Insel. Also die Animation, die finde ich schon sehr schön. Also ja, ist toll. Gefällt mir. Vor allem, man kommt so richtig in ein bisschen gruselige Stimmung wegen den Zombies und dem Dr. Evil, der so böse ist und uns hier die schlechten Maschinen hingestellt hat. So, jetzt geht's hier zum Death Dog. Und das ist eine neue Mission und wir müssen... Oh, jetzt können wir in der Lotterie noch teilnehmen. Schau mal, da haben wir noch so ein kleines Minigame eingebaut. Und ich drücke jetzt mal auf Start. Okay, wir müssen uns die Karte merken. Hast du dir gemerkt, wo 50 war? Ich glaube, es war hier. Da. Ich nehme jetzt einfach mal alle auf. Mal schauen. Okay, das war natürlich... Jetzt kann ich das letzte auch noch aufnehmen. Haben wir ein bisschen Geld gewonnen. So, jetzt haben wir ein Geschenk bekommen für 200. Oh, guck mal, hier ist noch so ein kleiner... Hast du das gesehen? Ein Drachen. Kleines Tier, ein kleiner Drachen, der vorbeigeflogen ist. Wo wir auch noch zusätzlich Geld erhalten. Also richtig cool, dass man noch so durch diese Drachen, die vorbeifliegen, auch noch Geld dazu bekommt. Also wir werden nicht so schnell verarmen, denke ich. Nee. So, jetzt schauen wir uns das Ganze hier mal an. Dann gehe ich mal hier auf Task. Da sind unsere Aufgaben drin. Da haben wir leider noch keine erfüllt. Und im Showroom, da sehen wir unsere Zombies. Da gehe ich jetzt mal hier auf diesen Schnorchel. Also den hier finde ich echt sehr lustig. Ja. Mit den Taucherflossen noch und diesem Schwimmreif um die Hüften, oder? Und dann können wir den jetzt hier, glaube ich, unten noch upgraden. Also einmal, wie er attackiert und einmal, wie viel Geld wir erhalten. Das mache ich jetzt einfach mal. So. Jetzt haben wir den geupgraden. Natürlich noch ein bisschen mehr Kohle. Das wäre... Ja. Wir sind ja geldgierig. Zumindest, dass wir mehr Zombies bekommen. So, und dann gibt es ja unten, jetzt wird mir hier das Ausrufezeichen bei Task gezeigt. Und wir haben ein Award bekommen.
drücke ich mal da drauf und bekomme jetzt dafür 160 Münzen. So, jetzt blinkt hier der Showroom wieder auf. Okay, den normalen Zombie haben wir neu. Das interessiert uns jetzt aber nicht so. Hier unten, wir brauchen Energie. Also drücke ich mal da drauf und mal schauen, was es hier noch so gibt, was wir hier ausnehmen. Nehmen wir mal hier das Kostenlose. Wir sind ja Sparfüchse. So, und dann kann man hier noch auf den Shop gehen. Was gibt es da? Ah, okay, da kann man also entweder die Juwelen in Münzen eintauschen oder normales Geld halt ins Spiel einbringen und dadurch mehr Coins bekommen. So, jetzt haben wir hier ein paar Zombies schon bekommen. Die Ernte wir mal ab. Oh, jetzt haben wir, jetzt ist das Piratenschiff gesunken und wir haben gewonnen. Woo! So, okay. Wir wollen das nicht scheren, später vielleicht. Und dann geht es jetzt, glaube ich, zur nächsten Mission, zu Dark Town. Und jetzt kommt hier, ist ein Black Heart King. Okay. Der bedroht uns wahrscheinlich hier. So, jetzt können wir hier nochmal wieder ein paar ernten. Die sind inzwischen auch ja, freigekommen. Wir erhalten jetzt auch hier oben links noch ein Geschenk. 100 Münzen haben wir bekommen. Oh, jetzt hier, guck mal, jetzt hier geht's aber ab. Jetzt machen wir die Bauern vor ihrer Holzhütte fertig. So. Hier noch der eine, komm schon. So. Okay. Gucken, ob wir jetzt gewinnen. Ah, da war eben auch sein Goldsäckchen. Da habe ich nur 10 Münzen bekommen, nicht nur eins. Ja. So, jetzt hier noch der mit der Made im Auge. Hast du das gesehen? Haben wir gewonnen. Wir haben gewonnen mit dem Zombie mit der Made im Auge. So, okay. Das geht ja ruckzuck hier, oder? Wir sind richtig gut. Wir sind hier die Zombie-Farmer Nummer 1. Schlechthin. Stone Ridge, okay. Skip. So, jetzt haben wir hier schon wieder einen Zombie. Da kommt der Arm. Ich finde es echt schön gemacht, dass erst so der Arm kommt, ja, und dann so der Kopf und man sie dann so ernten muss, wie eigentlich Gemüse oder so. Aber nein, wir ernten Zombies. So, jetzt habe ich hier wieder Geld erhalten durch den Drachen. Und jetzt können wir hier mal was upgraden. Und zwar das Opferaltar. Das machen wir natürlich auch, wenn es hier uns schon so angeboten wird. Und jetzt kommen hier wieder schon die neuen Zombies. So, ich möchte jetzt aber hier unten noch mal kurz schauen. Da kann man nämlich noch weiter im Menü gehen. Da gibt es einmal noch die Map, wo wir eben waren. Und wir befinden uns übrigens in Death Island. Ja, für alle die es noch nicht wissen. Und Battlefield, da sehen wir natürlich hier unsere... Nee, hier oben können wir da unser Battlefield einblenden. Also wo wir uns mit den Bauern battlen. Und ganz hinten finden wir noch einen Forschungsraum, wovon wir aber noch nichts haben. Deswegen können wir auch noch nicht forschen und neue Spezien entwickeln. Also ich sehe schon, der Umfang des Spiels ist sehr groß. Und es wird, glaube ich, auch nicht so schnell langweilig. Und vor allem auch für Zombie-Fans oder so ist das echt das Richtige. So, jetzt... Okay, jetzt müssen wir warten. So, Amelie und ich haben jetzt einen kleinen Moment gewartet. Und die Zombies sind in der Zeit schon schön gewachsen, die wir jetzt wieder abernten können. Das Zombie-Gemüse. Und hier schreit einer, hallo, guck mal. Der möchte raus. Und jetzt hier, jetzt brauchen wir aber noch einen hier. Da kommen noch ein paar Bauern oben. So, oh, der ist da eben weggeflogen, der Zombie. Der fliegt dann nach da oben und kämpft gegen die Bauern. Aber ich glaube, wir brauchen noch mehr Bauern. Vielleicht können wir ja noch mal irgendwas upgraden. Vielleicht die Beschleunigermaschine. Mal noch ein bisschen beschleunigen, dass hier... Oh, jetzt kommen sie aber alle raus. Ich bekomme schon richtig Angst. Obwohl sie ja eigentlich ganz lieb aussehen, die Zombies. Also er lacht ja zumindest, auch wenn er kaum noch Zähne im Mund hat. Aber das geht schon. Ja, jetzt lassen wir mal den einen angreifen. So, ich gehe jetzt mal hier unten wieder zurück im Menü. Okay, ich glaube, einer bringt jetzt nicht so viel. Was können wir hier noch machen? Hier, das machen wir auch mal. So, jetzt haben wir hier, glaube ich, wieder eine Aufgabe erfüllt, oder? Genau, wir haben wieder eine Aufgabe erfüllt und bekommen dafür wieder Sterne, dass wir weiter in unseren Levels kommen. Wir sind jetzt übrigens schon Level 3 und Münzen, damit wir uns halt mehr kaufen können und unsere Zombies upgraden können.
So, jetzt haben wir auch hier, das war den, den ich vorhin angesprochen hatte, den Zombie mit den Maden. Also den finde ich schon ein bisschen eklig. Also der Diver, der ist ja eher lustiger, der Taucher. Ja. Und hier, der ist schon etwas eklig. Aber Zombies sind ja auch meistens eklig. Ja. Aber ich finde hier die Animation echt super von dem Spiel. Vor allem ziehen sich die Köpfe dann auch noch so lang, wenn man die aberntet. Das finde ich irgendwie lustig. So, jetzt haben wir hier noch eine Schatztruhe und 50 bekommen. Okay, und wieder eine Aufgabe erfüllt. So, jetzt hier im Showroom. Ja, den haben wir eben schon entdeckt, den mit der Made. Mal gucken, ob wir hier nochmal was... Das können wir nochmal beschleunigen. Und wieder eine Aufgabe erfüllt. Das gibt es ja gar nicht. Oh, jetzt mache ich hier nochmal etwas beschleunigen. So, und jetzt haben wir hier die Aufgabe erfüllt und wieder 70 Münzen und was für unser Level getan. Jetzt sind wir schon Level 4. Dr. Evil guckt schon ganz geil uns an. So, dann ernten wir jetzt hier den einen noch ab. Ja, da stehen jetzt noch ein paar Bauern, die warten auf uns. Ich denke mal, Amelie und ich werden jetzt noch hier ein bisschen weiterspielen. Ja, auf jeden Fall. Und mal schauen, ob wir die Bauern da oben besiegen können vor ihrer Mühle. Also ich denke mal, unsere Zombies sind viel besser als die. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt auf dieses coole Spiel und das mal spielen möchtet, dann findet ihr den Google Play Link unter dem Video. Und dann wünschen wir beide euch ganz viel Spaß bei diesem Zombie-Spiel. Und nicht vergessen, liked uns auf Facebook.